Hallo. Und willkommen zu Aura, heute mit YOLO Maudadolo. Oh nein. Oh. In unserer Abwesenheit ist es sind... Achso, ja, ich muss ja respawnen, ich bin letztes Mal gestorben. Ich hatte schon Angst, instant tot. Ich bin auf der Hühnerform direkt gespawnt. Okay. Und Maudado hat mir vor der Aufnahme direkt mal blutrünstige Dinge erzählt. Nein, die wie er seine Hühner am liebsten behandeln würde. Ja. Ich habe gemeint, in so einem ganz kleinen Kasten, 2x2, 2 tief, da wären sie am besten aufgehoben. Da wären sie einfach viel sicherer. Aber es ging mir ja darum, dass sie sicher sind, nicht dass sie irgendwie dann effizienter wären. Aber dann habe ich mir Simons Video angeguckt und dann muss ich ja sagen, das sieht ja ganz schick aus. Ich find's die Hühnerfarm schön. Warte. So mit der Melo, also es passt halt zu der Farm nebendran. Das sind drei schöne Farben. Ist alles so schön orange, ist alles so schön orange, einheitlich gehalten. Guck mal, hier ist auch die Wasserquelle des Todes, ist auch schön. Ja, das habe ich auch gesehen, das hat so rumgeschwebt. Was ich erzählen wollte in unserer Abwesenheit, es sind ein paar Sachen passiert, unser Cobblestone-Generator ist kaputt. Ja. Gegangen. Außerdem ist hier ein Haus entstanden. Wo ist es denn? Da. Das habe ich schon genau. In meiner letzten Folge gezeigt. Und das müssen wir unbedingt ausleuchten, weil ganze Zeit Monster von der Tür kommen. Oh, ein Schaf! Vorsicht! Warte. Komm, rette es. Ich habe gar keine Materialien, weil ich gestorben bin. Ich brauche irgendwas. Kein Cobblestone. Nein, da ist ein Zombie! Ich hab nix! Ach, okay. Oh, Simon hat's Schaf gerettet. Komm her. Womit lockt man ein Schaf an? Weizen? Ich glaube, Weizen war's. Stimmt. Ja. Erzähl doch mal kurz. Oh, da ist es scharf. Ja, mach den Zaun wieder dran. Ich werf die Zaunteile zu. Okay. Erzähl doch mal kurz, wie, was genau Dena und Mr. Moore so gemacht haben. Also, Dena hat den Cobblestone-Generator kaputt gemacht und Mr. Moore hat ihn dann nochmal gesprengt. Also, ihr müsst unbedingt bei Mr. Moore reinschauen. Das ist echt witzig. Die Folge hat sich echt gelohnt, also schaut auf jeden Fall bei Mr. Moore vorbei. Schaut auf jeden Fall bei Mr. Moore vorbei, wir haben viel gelacht. Und das schöne Grüße von Mordado und Ungespielter. Richtig. Die Sache, oh Gott, noch mehr Zombies! Simon, ich kann rein gar nichts machen. Nein, hab ich nicht, das war Gomme. Mein scheiß Schwert ist fast kaputt. Ich hab rein gar nichts. Ich hab nicht mal Cobblestone, in der Kiste ist nichts mehr Cobblestone. Der Zombie ist unsichtbar. Oh mein Schwert ist kaputt. Ich kann nichts machen. Da kommen immer mehr, Nee, ich kann nicht. Warte, hast du auf deiner Dorfinsel noch irgendwo Cobblestone, Sperrt oder irgendwas? Weil ich hab rein gar nichts. Oh Gott, meine Axt ist auch kaputt. Nee, ich weiß nicht. Ich renn rüber und schau schnell. Weil sonst kann ich gar nichts machen. Was denkt Gomme sich denn dabei? Vielleicht hat das bei Mr. Moore gesehen. Gomme? Was sollte das? Sind hier Monster? Nein. Du Wahnsinniger. Er schreibt immer nur, ja. Ist hier noch irgendwas? Nein, hier ist auch nichts. Er war im Gomme-Mode. Dann werde ich jetzt einfach mal ganz frech ein Holz hier abbauen, damit ich mir eine Pickaxe machen kann. Beziehungsweise 2. Überlebst du's? Ich habe alle getötet. Okay, schnell die Tür wieder zu. Aber ich habe jetzt keine Waffe mehr. Okay, hier ist kein Zombie. Hast du schon die Lava-Eimer von der anderen Stelle geholt? Nein, ich habe rein gar nichts. Ich habe gerade 2 Holz hier vom Haus abgebaut, weil ich rein gar nichts habe. Ich mache mir jetzt erstmal eine Pickaxe. Maudado erzielte den Erfolg. Fortgeschrittenes Handwerk. Das Schaf ist irgendwie weg. Doch, da ist es. Nein! Oh, ich muss das Schaf jetzt irgendwie retten. Okay, dann bauen wir ein bisschen Kobbel ab. Dann mache ich mir Waffen. Dann mache ich mir ein Schwert. Und eine Pickaxe. Und dann hole ich alles hierher. Ich will nicht schon wieder sterben. Fängt direkt schon so stressig an hier. So. Schwert. Machen wir mal 2 Schwerter, weil die gehen echt schnell kaputt, die Steinschwerter. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Also, Schaf, du bekommst jetzt ein neues Gehege. Komm mit. So. Komm mit, Schaf. Komm mit. Ich bringe das Schaf jetzt einfach so lange hier hin. Komm. Solange es sicher ist, haben wir jetzt eigentlich 2 Schafe? Weil ich habe gesehen, Adi hat ja eins getötet, aber dann hatten wir noch 2. Ja, irgendwie kam noch eins, ist irgendwie noch eins hergekommen. Vielleicht hat sich jemand vermehrt. Oder kann es auch sein, dass Tiere einfach spawnen, wenn du Rasenfläche da ist? Ja, ab einer bestimmten Minecraft-Version ist es, glaube ich, nicht mehr der Fall, nein. Ah, schade. Du kriegst sogar Wasser in dein Gehege, Schaf, also sei froh. Okay, ich hole jetzt mal die Lava. Ich habe jetzt eine Waffe. Wir haben auch noch ein paar Kartoffeln, habe ich gesehen. Dann kann ich auf jeden Fall davon schon mal ein bisschen essen. Dann
Müssen wir nicht. Obwohl, ist eine Kürbisfarm eigentlich, ist sie mittlerweile fertig, oder? Nur die Eier fehlen noch. Ja, die Eier, die legen ja die Hühner. Okay. Ja, nein, aber wir sollten Knöpfe die noch mehr gemacht. Vermehren. Ah, oh, ich bin so dumm. Ich habe Knöpfe aus Holz gemacht. So, wo ist der Eimer? Da ist der Eimer. Hä? Was? Hä? Mist. Oh, Madado. Ach, das wird schon. Ich pack mal hier in die Truhe jetzt ein paar Kürbisse und Zuckerrohr. Ich will noch mal so ein Loch für die Hühner machen, was Mordordo gemacht hat. Also wir wollen heute eigentlich Massentierhaltung betreiben. Das Problem ist nur, jetzt ist meine wunderschöne Steinaxt kaputt. Und das bedeutet wiederum, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe beim Holzfällen. Ich mache mal eine Holzpickaxe. Okay, und ich hoffe, dass ich gleich den Generator richtig mache. Nicht, dass ich unsere letzte... Obwohl, wie viel Lava haben wir eigentlich? Wir müssen schon ein paar gefunden haben, oder? Ich glaube, wir haben noch eine, weil den hat der eine kaputt gemacht. Und eine haben wir in irgendeiner Aufnahme kaputt gemacht? Okay. Oh, da ist wieder ein Zombie. Ja, aber diesmal habe ich ein Schwert. Ach so, soll mir das nicht töten? Nee, aber... Das kann man doch eigentlich wieder zum Villager machen, aber... Bräuchten wir aber einen Goldapfel. Trank der Schwächung und einen Goldapfel für, ja. Aber Gold kann man ja farmen im Nether, wenn man da so eine Plattform machen würde mit Zombie-Pigmen. Ja. So. Scheiße, ich hab den Stein verloren. Die Lava muss. Ich hoffe, das ist richtig. Dahin. Verdammt, ich brauche einen einzigen Cobblestone. Ja, okay. Der Generator steht wieder. Jetzt können wir wieder ein bisschen Cobblestone. Ja, ich hab jetzt hier wieder. Oh, gut. Kannst du mir gleich eine Axt machen und ein Schwert? Ich kümmere mich um unser Essen. Brauchst du Essen? Okay. Nö, Essen brauche ich gerade nicht. Doch, bräuchte ich. Aber. Okay. Ich hab in diesem Projekt noch kein einziges Mal irgendwas gegessen. Was? Ja, ich habe mir mal gedacht, wenn wir die essen, dann können wir sie nicht vermehren. Wo bist du? Wie, du hast nichts gegessen. Ja, man verhungert ja nicht. Du hast die ganze Zeit nur die Möglichkeit, nicht mehr zu laufen? Ja. Alter, da will ich wahnsinnig werden. Wo bist du? Ich hab die Pickaxe und das Stone Sword. Ich bin bei meiner, Okay, ich sehe dich. Hühnerfarm. Das eine Hühnchen, oh Gott, das eine Hühnchen ist irgendwie durch den Zaun gebackt. Oh, hier ist ein Ei rausgefallen. Warte, ich komme auch mal rein. Oh, süße kleine Hühnchen. Da, vielen Dank. Ich mache dir einen von meinen ausgezeichneten, im ganzen Land bekannten, leckeren Kuchen, okay? Wo? Oh. Die haben schon Auszeichnung bekommen, von Delay zum Beispiel, hat sie probiert. Ja, und du bist der Nächste. Ich hoffe, aber schön aus. Ich hoffe, du stirbst nicht. Ei, du sagtest. Oh, okay. Sie waren lecker. Ich hab mich nur. Oh, das war ein Ei. Verschluckt. Die Hühner hängen hier drunter fest. Ja, die suchen sich Schatten. Ach, ich hab grad gar kein Texture-Pack drin, fällt mir auf. Das gibt's dann wieder im nächsten Part. Okay. Aber mit dem Shader sieht das normale irgendwie auch schöner aus. Ich finde, mit Shader sieht irgendwie alles schön aus. Ja, mit Shader sieht alles schön aus. Mit Shader sieht alles so toll aus. Oh Mann. Jetzt bin ich schon wieder die Unproduktivität in Person. Ja, ich werde jetzt das Haus da drüben ausleuchten. Dafür müsste ich, glaube ich, Bäume fällen, um Holzkohle zu machen. Irgendwie kommen zu wenig Eier. Die oder ich baue ein bisschen Kobbel ab, weil derzeit haben wir ja rein gar nichts. Ja, das wäre schon mal ganz gut. Aber das Haus muss unbedingt noch ausgeleuchtet werden. Wie lange nehmen wir schon auf? Ich habe nie einen Timer an. Wir nehmen jetzt 8 Minuten 50 auf ungefähr. Also wir haben noch ungefähr... Ja. Fast. Oh, shit. Ah, nee, muss ich ja eh abbauen. So. Ach genau, und an meine Zuschauer noch. Heute ist nicht das PvP-Event, weil wir das eine Woche verschoben haben. Nur, damit sich jetzt keiner wundert. Auf den, weißt du, welcher Tag das ist? Das dürfte dann am 26. kommen. Das erste PvP-Event. Okay. Das ist der nächste Samstag. Hier sind richtig viele Sachen gewachsen. Okay. In unserem Feld. Ja, Kartoffeln sind ja auch richtig effizient. Ja. Davon habe ich mich immer ernährt, wenn ich mal Minecraft gespielt habe. Auch hier neue Kartoffeln. Ja, wir sind ja auch Deutsche. Deutsche, das sind gute deutsche Kartoffeln. Deutsche Kartoffeln. Oh, ich zoome sie gar nicht auf. So. Okay, dann mache ich gerade mal die Hälfte vom Cobblestone da rein. Und dann mache ich Holzkohle und dann leuchte ich das, wie heißt das Haus? Die... Booty, Booty, Booty. Brudi, Booty, Booty. Hier, du kriegst, egal, irgendwie du kriegst so. Möhren, du kriegst Möhren. Oh, lecker. Bitteschön. Das ist gut für die Augen.
Kannst du mir auch ein bisschen Kobbel geben? Hier. Ich hab dir mal noch mehr, ein bisschen mehr ist noch in der Kiste. Ich wollte jetzt erstmal das Haus ausleuchten, weil bei Mr. Moore hat man auch gesehen, die ganze Zeit sind da Monster rübergelaufen und das wollen wir ja nicht, dass wir das, dann plötzlich überrascht werden. Das wollen wir nicht, ne? So. Ah, und da ist ein normaler Baum, ein Oak. Wie komisch der gewachsen ist. Oh ne, ist doch kein Oak. Naja, egal. So, ich bin jetzt erstmal hier schön am Steinefarmen noch ein bisschen. Und dann werde ich versuchen, noch diese Massentierhaltung in dieser Folge durchzuziehen, die der Maudado vorgeschlagen hat. Ja, das ist halt praktisch. Wenn man es zwei tief macht, kann man an beiden Seiten eine Leiter dran machen und da können die Hühner nicht hochklettern, aber du kannst einmal reinspringen und hast schon alle Eier aufgesammelt. Also das stimmt schon. Aber es ist, ja, halt, es ist halt grausam. Ja, sie wollen geschützt sein. Es ist grausam. Gib es einfach zu, es ist grausam. Okay, das ist grausam. Ich beeile mich jetzt so schnell ich kann, damit ich das noch hinkriege. So. Also wie muss es zwei tief sein und das obere Feld leitern? Genau, zwei tief und das obere Feld leitern. Halt einfach an zwei Seiten. Dass du halt jederzeit rein und raus kannst. Okay, wo ist der Ofen? Jetzt. Oh, der ist benutzt. Dann hole ich gerade nochmal Kobbel, um noch einen zu machen. Jetzt werde ich Massentierhaltung betreiben, Leute. Ich weiß, es passt nicht zu mir, aber es muss sein. Ja, vor allem, ich bin auch Vegetarier und Simon ist sogar Veganer. Aber nicht in Minecraft. Nicht in Minecraft. Das ist ja nur, das ist nur virtuelle Grausamkeit. Was wollte ich gerade nochmal machen? Ah ja, Leitern wollte ich bauen. So. Zack. Und noch mehr Holzkohle. Okay, gut. Ich schaue schon mal rüber, wie das so aussieht. 12 Leitern, reicht das? Ich weiß nicht. Aber egal. Ja, du brauchst nur 4. Du brauchst eh nur 4. Ach, nur 4? Ist ja nur 2x2. Gegenüber von diesem Hühnerfeld kommt nämlich jetzt das grausame Hühnerfeld. Die Hühner haben freie Haltung und alles, die können sich glücklich schätzen, ja. Die können zufrieden sein. Aber die Hühner jetzt, die hier jetzt hinkommen. Die musst du dann aber auch markieren. Das eine sind Freiland und das alte andere. Ja, klar. Wie kommt natürlich dann Freiland und Dingens Eier, ne? Ist ja logisch. Ja, ist logisch. Ich habe einfach mal ein Ei weggeworfen, auch nicht schlecht. So. Man sieht das schon an den Bodenplatten. Die hat nämlich. Schon die nämlich dann aus Stein sind und nicht aus Holz. So grausame Bodenplatten. Bye, bye. So, Leute, jetzt machen wir jetzt ganz schnell noch Massentierhaltung hin. 4x4, ich bin zu dumm. 2x2. Achso, 2x2. Das sind dann 4 Blöcke. Ja, dann machen wir es so. Okay, ich hoffe, das ist dann genügend ausgeleuchtet. Im Haus habe ich ja schon. Nö, das sind auch keine. Doch, das sind Fackeln. Ist ja schon echt gut ausgeleuchtet. Vielleicht hat schon jemand gemacht. Ich kann das durch den Shader jetzt nicht gut, so gut feststellen. Mache ich da noch eine hin und da. Dann sind alle Hackeln weg. Alle Hackeln? Fackeln. Ich habe mich versprochen. Alle Hackeln sind dann weg. Yes. Was? So. Ich brauche noch einen Wassereimer. Oder ich mache es einfach so. Dass man so von oben reinguckt. Das kann man auch machen. Oh, die Hühnchen müssen dann rüber gucken auf das schöne Gehege. Die dürfen gar nichts sehen, die Hühner. Mist, mir fehlt ein bisschen Stein. Hast du noch ein bisschen Kobbel dabei? Ein bisschen. Hier. Oh ja, mach mal fertig. So. Sehr gut. Und jetzt noch eine, genau, eine Treppe. Und jetzt. Für die Grausamkeit. Oh nee. Und jetzt die Leitern, genau. Einfach, würde ich sagen, auf den beiden Seiten. Oh, dann kommen dann alle raus. Okay. Aber es ist eigentlich dumm, auf alle rauszukommen, ne? Weil man will ja überhaupt nicht auf die anderen Seiten raus. Warte, dann bauen wir das nochmal ab und machen es dahin. Und dann nur auf die eine Seite, dass man sich nicht verwirrt. Nachher laufen sie einfach runter. Stimmt. So, perfekt. Und jetzt müssen wir noch ein paar Hühner da reinbringen. Okay, das sind noch mehr Eier. Sehr gut. Schnell die. Ein Ei. Oh, viele Eier. Maul, du musst jetzt Glück haben, Ein Achtelchance. Wir haben eine ein Achtelchance. Und? Oh, schade. Oh, ein Hühnchen ist abgehauen. Oh. Das macht aber nichts, denn ich schieb das jetzt einfach ins Gehege rein. Die laufen doch auch immer den Samen hinterher, wenn man einen in der Hand hat, oder? Nee, leider Kürbissamen nicht. Nein! Oh, ich hol mal Weizensamen. Komm wieder rein, Hühnchen, komm wieder rein. Oh, Mist. Ich hab. Ich hol die Samen. Bitte stirb nicht, Hühnchen. Und wir haben noch eine Minute, Maudado. Wir müssen doch schnell ein zweites Hühnchen reinbringen, damit die Massentierhaltung. Okay, für das Hühnchen baue ich hier jetzt einen Samen ab.
Und ich muss auch ganz schnell ein Schild masteln, damit die auch weiß, dass es Masti-Haltung ist. Achtung. Achtung, Achtung, Masti-Haltung. Okay, so. Okay, Hühnchen, hier. Seht ihr den Samen? Folgt ihm. Du hast das ganze Holz abgebaut? Ja, und ein Sapling neu gepflanzt. Sind noch welche runtergefallen? Ich glaube, ich habe nicht den ganzen Baum erwischt. Ich brauche ein bisschen nur für ein Schild. Okay, das eine Hühnchen will nicht rein. Komm schon. Die offizielle braucht da nicht hin. So, ich habe die offizielle Holzkiste jetzt nur noch zur Holzkiste gemacht. Das Schild habe ich mit einfach davon genommen. So. Ist das Hühnchen drin? Das steht so halb im Zaun. Ich weiß es nicht ganz genau. Es hat irgendwelche Probleme. Aber da fühlt es sich auf jeden Fall wohl. Vorsicht. Nee. Massentierhaltung. Massentierhaltung. So sieht's cool aus in drei Zeilen. Passt nämlich sonst nicht. Okay. Wir haben eine Massentierhaltung, aber uns fehlen noch massenhaft Tiere. Das ist das Problem. Ja, vor allem dieses Hühnchen da. Es will einfach nicht meinen Samen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, oder? Ja, wir müssen folgen. Dann laufe ich noch schnell nach hinten und lege alles weg, was ich habe. Das ist wichtig. Ich habe einen Eimer im Inventar, den hätte ich schon längst rausmachen sollen. Das war dumm. Wir haben schon mal den Grundstein für die Massentierhaltung gelegt, Leute. Ich glaube, wir werden irgendwann genug Hühner haben, um immer schön Kürbiskuchen zu essen. Ich werde auch mal schnell alles hier reinlegen. Zack, 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 zack. So. Was ich noch so brauche. Ja, dann das war's. Würde ich sagen, wir sind ein Stück weitergekommen. Und ja, schaut auch bei Maudado vorbei. Schaut bei Simon vorbei. Da gibt es übrigens auch etwas Schönes, nämlich die Endergames-Serie, die auch bei ihm lief. Das heißt, da könnt ihr es mal aus einer anderen Sichtweise sehen, die ganzen Kids. Ich hatte nämlich auch vorgestellt. Also, wie heißt es bei dir? Ja, Endergames. Okay, ist einfach auch Endergames, okay. Ich habe halt alle neuen Kids auch mal gespielt. Ui. Das heißt, wenn ihr die nochmal sehen wollt, bei mir ist jetzt leider zu Ende. Das heißt, bei Maudado gibt es nochmal ein paar, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Ciao, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.